Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Großbritannien. Gerade bauen wir ganz viele Gebäude und so weiter. Wir haben auch wieder ein sehr, sehr hübsches und solides Einkommen. Und soweit sieht es auch ganz gut aus bei uns. Wir könnten uns überlegen, ob wir jetzt mal bald auch noch hier einen neuen Gen haben wollen, aber wir sind leicht über dem Rekrutenlimit, deswegen behalten wir den Typen mal noch. Wir sind auch bei der Armee leicht über dem Limit. Wir müssen mal ganz kurz schauen, ob wir Kommandanten haben. Ne, die trainieren alle. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 5 Stück. Aber wir haben 6. Wo ist der eine Typ, der nichts macht? Da ist er. 5533. Der ist aber halt nicht schlecht, ne? Der hat 4264. Der James Blake. Dann würde ich sagen, den switchen wir mal. Was habe ich nicht richtig gesehen? Andrew Baffin. Da. Wo ist der? Das gegenwärtig nicht zugeteilt. Kunststück. Das heißt, ich muss jetzt einen 5533 General rauswerfen, weil er mich sonst jeden Monat Mittelmacht kostet, ne? Okay, das werde ich dem Spiel nicht erlauben. Dann machen wir einfach mal so weiter. Was war mit der Royal Dings? Okay, keine Ahnung, was das jetzt war, aber von mir aus. Das mal aus und schließe ich mal diesem Thema an. Okay, gut. Ja. Willst du mir damit vielleicht sagen, dass das als Anführer zählt, oder was? Ah, ne, ich kann jetzt 6 von 6 Anführer nehmen. Okay. Okay, es ist irgendwie, ich war verwirrt irgendwie aus irgendeinem Grund. War keine Ahnung von mir aus. So ist es halt, wie es ist. Dann, was machen wir jetzt? Wir bauen Schiffe, ne? Bauen wir ohnehin. Warten wir. Finanziell hat sich dieser Krieg ja noch halbwegs gelohnt. Wir haben alle Schulden zurückbezahlt und das dann auch noch in einer sehr hohen Geschwindigkeit. Also von daher beschwere ich mich jetzt natürlich nicht. So, und dann haben wir hier diese neapolitanische Armee auch soweit ganz gut im Griff. Kannst hier übrigens aufhören. Das Byzantinische Reich hat Korfu wieder zurück. Du kommst hier hin. Und du gehst hier hin. Ich will nämlich gleich Land beschlagnahmen. Die Revolten sind jetzt erstmal beseitigt. Hier hin. Super, du kommst hier hoch. Bis hier hin. Wir machen wieder Plus. Okay, wir kriegen wieder Rekruten zurück. Sauber. Erhält ein Grundstück in Bordeaux. Adel gewinnt 15 Loyalität. Bürger verliert. Das wäre nicht ganz so cool. Finde ich jetzt nicht so geil. Erhält ein Grundproduktion in Bordeaux. Das ist okay. Bürger gewinnt, Adel verliert. Wollen wir Österreich heiraten? Okay, warum nicht?
habe ich noch halbwegs ein Interesse dran. Leider stirbt der Typ nicht, aber wir kennen das ja. Beziehungen verbessern mit Portugal bitte einmal. Und wie sieht das hier aus? Wir haben einen Punkt gefallen. Okay, dann würde ich sagen, sollten wir hier hofieren. Bergproband Bourbonnais. Mhm. Ah ja, und du bitte, kommst bitte nach Caen. Dann fährt die Flotte hier hin. Schön. Mit der nächsten Tech können wir dann die Weltumrundung versuchen. Da ist unsere Flotte. Und wir haben George mit 453 als neuen Thronerben. Cool. Der Klerus wird sich nicht so freuen. Ich würde vorschlagen, wir rufen einmal die Ständeversammlung ein. Was will der Klerusstand? Narbonne, Religion ist anglikanisch. Bin ich dafür? Einflussreiche Kaufmann. 10 Handelsmacht in der Chesapeake-Bucht. Oder wir kriegen Handelseffizienz. Dude, den nehme ich. Wir haben nämlich hier auch einen, der ist 54, aber der Typ bringt uns 2 Diplo und den können wir aufwerten und der ist günstig. Der kostet nur 3,3. Ist mega nice. Den werten wir sogar direkt einmal auf. Richtig cooler Dude. Okay. Dann schlage ich vor, wir nehmen euch einmal Land weg. So, wo sind die jetzt unzufrieden geworden? Ah ja, okay, überall hier, das ist nicht so schlecht. So, dann machst du hier mal 4 Schiffe raus. Stopp, das sind 30, ne? Das ist noch ein bisschen zu viel. Dann schützen wir den Handel in Bordeaux einmal. Also, dann zeig mir mal gerade die anderen hier. 11,7. 10,4. Die gehen aber alle auch direkt zu uns raus, ne? Okay. Ja, die Creek-Konföderation müssen wir irgendwann auch noch platt machen. Mit Kastilien und Österreich bleiben wir verbündet, bis die Kolonien selbstständig werden oder bis wir die Ottos platt gemacht haben. Das wird jetzt auch entsprechend einfacher. Dann machen wir bitte einmal Folgendes, und zwar du. Genau, brichst einmal ab. So, und dann läufst du einmal. Wo sind wir hier hin? Wie lange läufst du denn da? Bis zum 21. April, 20 Tage. Okay, und dann hier hin. Bis zum 25. April. 24 Tage. Und das hier dauert 32 Tage. Das heißt, du kämpfst hier 8 Tage. Hoffentlich. Maximal. Witzig, dass die Armee überhaupt gekommen ist. Die bleiben drin, okay. Ja, bleib in Bordeaux stehen, ist okay. Frechheit. Absolute Frechheit. Ich hatte noch überlegt, ob ich ihn rausnehme. Halt! Der ist schneller als der aus irgendeinem Grund. Jetzt hat er Avignon dummerweise bekommen. Meine Bedenken galten nur, dass der nicht nach Narbonne reinläuft, weil das muss ich ja gleich konvertieren. Da könnte ich die Autonomie nicht so gut gebrauchen. Ja, wir reduzieren auch mal überall die Autonomie.
Okay. Dann schicken wir noch einen an die Elfenbeinküste. Also wäre schon wichtig, dass wir hier möglichst viele Provinzen beherrschen, klar. Ja, komm, wir zahlen mal die Darlehen zurück. In der Nordsee schützen wir, glaube ich, den Handel noch nicht, ne? Okay, wir schmeißen die mal raus. Vielleicht kriegen wir noch einen, der das Truppenlimit erhöht. Das wäre tatsächlich ganz nice. Sehr schön. Okay, das Handelshaus da unten wird langsam größer. Da müssen wir dann auch als nächstes Handelsschiffe irgendwie hinschicken, fürchte ich. Oder was heißt fürchte ich? Ist ganz normal, dass wir da Handelsschiffe hinschicken werden. Du bist gerade erst angekommen, ne? Komm direkt wieder zurück. Wir geben dir direkt wieder eine Aufgabe. Und zwar, du kannst hier hin. Das übertreiben wir da mal noch nicht mit der Kriegführung, weil zuerst holen wir uns nach Holland. So, dann werden wir schnell mal Narbonne konvertieren. Kostet aber 15 Euro, der Typ. Den Hugh Proctor. Wollen wir den echt loswerden? Ein 3553 und hier, das ist die freie, die weiße Kompanie ist das, ne? Brauchen wir die weiße Kompanie noch? Mach die mal weg, da sind wir ja ohnehin über dem Truppenlimit. Ja, aber wir gönnen uns den zusätzlichen Anführer momentan jetzt nochmal. Warum nicht? Können wir die Truppen alle twerken? Leider nur Kastilien, ne? Wir verlieren jetzt leider einen Machtpunkt. Aber ich kann da auch nicht so viel machen gerade.
mal, ob es geht. Wenn du nicht mehr rechtzeitig kommst, dann ist es halt so. Wir brauchen auf jeden Fall noch irgendwie 4 Schiffchen. Okay, hier hat das jetzt auch richtig gemacht. Wenn wir da ein bisschen drüber gehen, ist okay. Krass, ne? Es hat gerade nicht mehr gereicht. So, wir kriegen neue Truppen. Offensivkampf der Mauritius-Infanterie ist, glaube ich, wichtiger. Zahl noch ein Darlehen zurück. Guy Clarence ist gestorben. Ja, dann pass auf, machen wir mal den Gemahlen noch zu einem General. Der kostet uns nämlich keinen Slot, kann aber drillen. Was machen wir mit unserem... übrig gebliebenen General. Diplomaten meine ich. Ach, guck mal, du greifst gerade die Mamas an. Zwei Jahre noch. Mhm. Das war doch hier drüben, oder? Wen haben wir da jetzt gerade konvertiert? Ah, den konvertieren wir noch. Okay. So, legen wir mal die Festungen still. Und verlieren dadurch Geld. Nee, wir haben eine weitere Kolonie aufgemacht, das ist der Grund dafür. Ja, ich möchte gerne. Okay, gut. Loyalität ist wieder da. Wir haben wieder die erhöhten Steuereinnahmen, das ist auch sehr wichtig. So, welche können wir jetzt noch hier konvertieren? Aber die sunnitischen Konvertieren, die haben keine Priorität bei mir hier, die Provinzen. Achso, bei den Untertanen wollte ich noch, ne? Denen muss ich auf jeden Fall noch helfen beim Konvertieren. Das kriegen die, glaube ich, alleine nicht auf die Kette. Beleidigen bringt leider bei den Ottos erst was, wenn ich sie auch wieder angreifen kann. Noch 2 Jahre. Das heißt also nochmal ungefähr 20.000 Rekrutenreserven. Wie viele Truppen hast du? 226. Wir haben ja jetzt gesehen, wir können es auch mit 500 aufnehmen, aber klar. Also es ist natürlich schöner, wenn Österreich, Portugal und Kastilien noch mitmachen. Vor allem den Kastilien mit den Juicy Juicy 100. Das wäre doch sehr schön. Das wäre sehr schön. Ich verstehe es nicht. Ja, Clarence geht nicht.
Schmeiß ihn mal raus. Guy Clarence kann nicht rausgeschmissen werden. Ist das ein sogenanntes Feature? Guck mal, den haben wir schon seit 25 Jahren. Dieser Anführer ist gegenwärtig nicht zugeteilt. Dieser Kommandant befehligt keine Einheit. Wollt ihr Guy Clarence entlassen? Ja. Und er krallt sich einfach am Kabinettstisch fest, sozusagen, oder am Tapet des Generalsstabes und sagt: Nö, ich bleibe. Ich habe diesem Land gedient. Aragorn verlässt die Koalition gegen uns. Sehr, sehr schön. Wie sieht's denn sonst aus in der Welt? Oh, der Waffenstillstand mit Memmingen ändert. Dann kann's ja gleich wieder losgehen, ne? So, die Darlehen sind zurückgezahlt. Jetzt wird wieder gespart. Ich wollte den Mamas ja immer helfen, aber sie wollten sich ja nie helfen lassen. Ne? Ja, wir verlieren ein bisschen Prestige, ist okay. Wir kriegen das Prestige alles durch die Konvertierung wieder zurück. Ich sag mal ganz kurz, wie sieht's hier aus, wenn wir das Zeitalter beginnen? Machen wir erst, wenn das Ding abläuft. Wir haben ohnehin schon alles, ne? Moment, globaler Handel kommt in 20 Jahren, ne? Okay. Ja, ich denke, wir werden das kriegen, oder? Der Bosporus ist zwar auch sehr reich, aber ich glaube tatsächlich, wir werden noch viel reicher. Komm du mal zurück. Ich will gerne noch ein bisschen Kastilien hofieren. 10 Gefallen reicht mir nämlich. Lothringen. Ja, wir haben das ja schon mal versucht. Das hat aber nicht geklappt. Ich glaube, heiraten wollen die mich jetzt sowieso nicht. Zeig mir nochmal meine AE. Ist gar nicht so viel, ne? Wir haben nicht so viel AE. Wir haben viel AE gegen Savoyen. Lothringen, Burgund, Burgunde und Brabant, ne? Ja. Aber das nächste Ziel sind wieder die Ottos. I tell you. Kolonialperu, ja. Ich kann mich leider hier oben nicht so gut um diesen Kolonialismus-Kram gerade kümmern. Das wird mir nachher ein bisschen auf die Füße fallen, aber. Der nächste Krieg wird nochmal gegen die Ottos gehen. Wir müssen den Zugang zum Bosporus ein bisschen versperren. Also, ja. Wir können halt auch nicht zugucken, wie die Mamas auffressen. Das ist leider keine Option für uns.
Juni, okay, im Juni könnte es losgehen. Wir sparen auf die frühe Fregatte, die brauchen wir für die Weltumrundung, ne? Du hast 15. Der Waffenschild mit Holland endet, yes. Okay. Mal gucken mal. Regierung? Nee. Punktevergleich. Portugal. Sehen wir hier, ob sie die Welt umrundet haben. Großmacht, diplomatische Technologien, Händler, Handelseffizienz, Admiräle, Flotte, Marine, Qualität, Flottenmoral, untergebene Nation, starke Verbündete, diplomatische Ideen. Diplomatischer Rang, zweiter Platz. Nach uns. Administrativ sind die Ottos Erster und militärisch auch. Ja, das verwundert mich jetzt nicht so. Okay. Punkte durch Zeitalter sind nicht so relevant. Ich sehe es hier nicht, nee. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Und Ende. Sehr gut. Okay, also was wir vielleicht machen sollten, wäre, dass wir sagen, wir bauen mal 1, 2, 3, 4, 5 Karavellen. 5 Stück müssen noch reichen, oder? Das überleben doch 3 Stück, oder? Ja, ja, wahrscheinlich überleben das auch schon 3. So, jetzt mal als allererstes. Cool, du bist ja hier schon fertig, ne? Du kommst mal zurück. Super. Du kriegst jetzt erstmal eine spöttische Beleidigung. Möge euer Himmel mit Kometen gefüllt sein. Ich glaube, das ist genau so eine Beleidigung, wie man sie einem Otto schicken würde. Zeige mir die Kolonie, die selbst erhalten ist. Sehr gut. Mir fehlt jetzt allerdings ein Kolonist, ne? Wir bleiben also erstmal bei den Vieren. Und wir müssen eine neue Debatte beginnen. Merkantilismus plus 2 ist ganz cool, aber wir bleiben bei dem Kolonialismus-Ding. Chancen auf Sieg geben 90%. Cool. Das klingt doch gut. So, da würden Ngazikumuk und Marokko mitmachen. Aber Kastilien würde nicht machen, weil Schulden. Okay. Das heißt also, wir sparen jetzt noch 2 Monate, schicken Kastilien 1500 Dukaten rüber und rufen die mit in den Krieg.
Soweit, so gut. So, ich glaube, hier einen Cut zu machen, ist auch dann in Ordnung. Oh, wo kommst du her? Provenzalische Nationalisten. Fort-Calquier. Aha. Ah, wegen der Kultur. Stimmt, ja, da müssen wir irgendwann auch noch was gegen machen. Aber guck mal, nur 45 Diplomaten, wenn wir die zu Engländern, zu waschechten Engländern machen. Aber wir werden ganz Fort-Calquier mit Minzsoße übergießen. Die Bäche werden mit Minzsoße gefüllt werden und die Straßen werden mit After Eight gepflastert. Keine Ahnung. Wir stellen da so komische rote Häuschen auf, für die noch niemand weiß, wofür die gut sind, wo die Leute reingehen, um Selbstgespräche zu führen. Irgendwie solche Sachen werden wir machen. Oh, es wird fantastisch, es wird großartig. Okay, cool. Wir haben auch die Hälfte der Rekrutenreserven wieder. Also das ist doch auch eine coole Sache. Wir kriegen jeden Monat 1.800. Wir machen 400 Rekrutenreserven im Monat mehr. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr wichtig. Und Österreich will nicht mitmachen wegen Kriegsmüdigkeit, oder was? Nee, Österreich hat auch Schulden. Okay, auch Österreich hat Schulden. So. Ja. Ja, wir machen aber den Heiligen Kriegsgrund. Oder machen wir echt den Rückeroberungskriegsgrund? Ich meine, Leute, ne, wir können denen so viele Provinzen abnehmen. Das kostet ja keine Diplomacht. Es kostet keine Diplomacht. Hier steht 75% Kosten für Kernprovinzrückgabe, aber das bezieht sich, glaube ich, auf die Beziehungsmali, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Falls nicht, ich guck's nochmal nach. In diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dann, ich mach's gut und Pax Vobiscum Valete.